Vorgestellt von Hamster Gamings. Und was kommt da? Evil Democracy 1932. Ja, wir sind kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Es geht um die Wahlen und wir werden jetzt versuchen, die Wahlen so zu gestalten, dass sie für uns passend sind. Ja, dafür gehe ich mal hier ins neue Spiel. Einstellungen können wir gerade reingucken. Das sind die Sprachen, die es gibt. Nicht viel zum Einstellen. Musik, Logic habe ich schon ein bisschen runtergedreht und Sounds gibt es dann noch. Speichern, Laden ist klar. Hall of Fame, da können wir gerade reingucken. Da sieht man, dass es großkarätige Namen der Zeit gibt, die da schon die Hall of Fame betreiben. Ich habe das Spiel schon mal kurz getestet, wie ihr seht. Das war nicht erfolgreich, also da war ich ein Loser. Ziel wäre jetzt sinnig gewesen, darüber zu kommen, aber gestaltet sich sowieso schwer, denke ich mal. Ja, wenn wir jetzt Übung gucken, dann ein schöner, keine Ahnung, alter Wagen von den Engländern wahrscheinlich. Ich kann nicht erkennen, was es für einer ist, aber hier könnte man es vielleicht dran erkennen. Okay, da sind wir schon. Räder von Führer, besetzte Stelle, bringt alle Arten von Boni von den Finanzen bis zur Verbesserung der Qualität der Zeitung. Also Führer bedeutet jetzt nicht Adolf Hitler, sondern Führer bedeutet ein Parteiführer zum Beispiel, ne? Ja, da unten soll man was anklicken, aber ich habe schon festgestellt, das Anklicken ist jetzt nicht so unbedingt wichtig. Man klickt da irgendwo hin und dann nimmt er das auch. Also ich muss jetzt nicht hier unten hinklicken. Ja, die Bonis kriegt man dann her. Der Herausgeber wird vom Druck von Parteizeitungen und Flugblättern mehr Wähler anziehen. Wählen Sie diese Stelle aus, um den Führer eine Aufgabe zuzuweisen. Ja, das ist jetzt Stanley Baldwin, der hier Top-Werte hat hier, ne, wie wir sehen. Eine Zeitung hat er 100, für die Partei steht er mit 100 dahinter. Das ist hier, glaube ich, für die Wahlen irgendwas, Beeinflussung oder sowas. Und das ist charismamäßig hier, um dann Gelder zu bekommen und sowas. Der Führerbonus für diese Stelle wird oben auf der Karte angezeigt und wählen Sie einen zu ernennenden Führer aus. Wir haben jetzt den hier, 20% Bonus gibt der für dieses hier, Zeitungsausgabe. So, jetzt müssen wir noch wieder einen einstellen, dafür soll man hier hinklicken und dann kann man sehen, die kosten 1,25 Millionen. Und da müssen wir einen auswählen. Allerdings ist es, glaube ich, ziemlich total egal, wen wir anklicken, weil alle blinken und einen wird er nehmen. Hier unten sind die Werte nochmal, da sollte man natürlich dann gucken. Der war nämlich jetzt der letzte und ich habe vorne geklickt, also seht ihr, dass das ein Unterschied ist. So, bei einem Vertreter, der mit ihren Unterstützern verhandelt, Unterstützer sind hier, da gibt es dann 100% Bonus. Das ist jetzt er hier und hier kann man sehen, welche Werte sich dadurch verändern. Also der muss jetzt hier irgendwie rein. Da ist er mit 100%. So, Parteizeitung ist jetzt gefragt. Die Journalisten sind dann da gefragt. Da sollen wir 20 aussuchen. Die sind dann hier auszuwählen. Da kann ich jetzt hinklicken, wo ich will, aber er macht das. Und jetzt findet er dann auch 20 Journalisten. Um mit der Zeitung loszulegen, suchen sie die Redaktion auf. Gerald Sherman ist da und dann gehen wir hier auf die Redaktion. So, jetzt haben wir hier das Flugblatt ausgewählt und drei der Leute und wir sehen hier 9, 7, 7 sind die besten Werte. Fünf Leute können da dran gleichzeitig arbeiten, sehr interessant. Dann würde ich sagen, klicken wir mal hier und er hat den dann auch genommen wohl. Und hier mal den nächsten, wählen Sie den besten Journalisten für die Arbeit an der Zeitung aus. Den Wert sehen wir hier unten auch. Also Flugblätter war 7, der hatte 9. Warum der dann nicht da ist, das wäre vielleicht sinniger gewesen, aber ist jetzt auch egal. Und der mit 4 soll jetzt da oben hin. Und dieser hier, der kriegt jetzt eine Aufgabe. Verleumdung erlaubt es ihnen, einige Wähler der Feinde auf ihre Seite zu ziehen. Ja, also wie ihr seht, kompromittieren. Verleumdung ist da und Interview ist da. Gut, denn hier vor der Arbeit klickt man dann an und dann wird das gemacht. So, damit sind wir hier jetzt soweit durch. Ich sehe jetzt
nichts Blaues mehr. Wenn wir jetzt nochmal klicken, kommt dann nächster Zug. So, jetzt muss eine Runde abgeschlossen mit, damit wir Geldeinnahmen haben, die hier links stehen. Pro Zug kommen hier jetzt 1,7, fast 1,8 Millionen rein. Das Budget liegt bei 9,6. Mitarbeiter haben wir wohl keine. Unterstützer sind es mit 41, also fast 42.000 da. Und die Partei hat 5 Millionen Wähler rundweg. So, dann klicken wir dahin. So, Zeitung wird gedruckt. Sie können mit den Drucken beginnen. Die Partei hat ausreichende Mittel erhalten. Wählen Sie die Anzahl der Zeitungen aus. Hier können wir dann 100.000 wählen und da können wir 0. Warum 0? Keine Ahnung. Stellen Sie eine ausreichende Anzahl von Promotern ein, um das gedruckte Material an der Partei zu verhindern. Dies blinkt jetzt hier hinter. Das sind also die Zeitungsboten sozusagen in diesem Fall. Drucken Sie eine Ausgabe, um eine öffentliche Kampagne zu starten und Boni von ausgewählten Artikeln zu erhalten. Ja, da drücken wir jetzt drauf. Die Projektträger begannen mit der Verteilung von Zeitungen und Flugblätter. Neue Wähler und Türken sind bereits in die Reihen der Partei einzutreten. Das sieht man immer hier links, wenn man eine Runde weiterklickt, was dazukommt. Weiß nicht, ob man das jetzt auch sieht. Nee, sieht man nicht. In regelmäßigen Abständen wird die Partei in der Lage sein, Dogmen zu formulieren. Spezielle Entscheidungen, die verschiedene Aspekte der Aktivitäten der Partei betreffen, wählen Sie eine der Dogmen aus. Also hier kann man jetzt dann verschiedene Dogmen auswählen. Man sieht hier, die Ideologie dieser Partei ist rechts, würde dann in dieser Spalte das Optimale liegen, was hier wahrscheinlich auch schon ausgewählt ist. Und das gibt halt positive, negative Auswirkungen. Und das dauert natürlich immer eine Weile, bis das umgesetzt ist. Setzen Sie Agitatoren zur Beeinflussung der Wähler in bestimmten Regionen ein. Das ist hier unten, Mitarbeiter auswählen. Und dann kann man hier Kampagnen starten mit den Agitatoren. Und dann kann man hier den Slider hochmachen und dann kann man die einstellen. Da sind es halt 1000, die wir jetzt einstellen wollen. Gehen auf den Einstellen-Button, dann haben wir die. So, und jetzt müssen Sie einer Region des Landes zugeordnet werden. Dafür gehen wir auf die Karte und wählen die Agitatoren aus. So, und dann kann man hier 25, 50 oder 100% auswählen. Wir sollen 100% auswählen. Teilen Sie die Agitatoren mit, die sollen mit der Arbeit in der ausgewählten Region beginnen. So, jetzt ist die Frage, wo wähle ich die Region aus? Gleichberechtigt für alle Regionen. Aha, da teile ich die dann auf und ja, proportional bezogen auf die Wähler. Also das heißt, wenn hier in der Region wenige Wähler hat, gehen auch wenige Agitatoren rein. Wenn es da viele gibt, gehen da viele rein. Das ist hier mit auszuwählen. In diesem Fall gleichberechtigt alle Regionen, egal wie viele Wähler da sind, es kommen gleich viele Agitatoren da rein. Aha, die Agitatoren werden mit jedem Schritt neue Wähler anziehen. Je mehr feindliche Agitatoren in der Region, desto schwieriger ist es für ihre Mitarbeiter zu arbeiten. Gut, ist klar, wenn die anderen eine große Klappe haben, dann können wir sie nicht haben. Dann rufen die sich die zu, nicht wir. Halten Sie eine Kundgebung ab, um mehr potenzielle Wähler über Ihre Parteien zu informieren. Proteste. Die Regionen des Landes sind in mehrere Distrikte gruppiert und Kundgebungen werden in allen Regionen eines Distrikts gleichzeitig abgehalten. Okay. Einen Führer für die Abhaltung von Kundgebung zu ernennen, wird deren Wirksamkeit erheblich steigern. Okay. Den muss man dann da auswählen. Die Organisation einer Kundgebung erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Halten Sie eine Kundgebung ab, um neue Stimmen von Tycoons und normalen Wählern anzuziehen. Hier sieht man 1,5 Millionen kostet der Spaß. Hier sind 60.000 Wähler drin und 1.000 Unterstützer. Hier wären es weniger, der Preis ist aber der gleiche, also macht es vielleicht Sinn, hier mehr zu machen. Ja, alle Ergebnisse der Tätigkeit der Partei können in dem Bericht eingesehen werden, der bei jeder Runde erstellt wird. Sehen Sie sich die neuesten Daten an. Das ist hier oben dann und dann kriegt man hier so eine Übersicht. Zurzeit sehen wir hier Unterstützer 199 bei Leiter und gesamt sind es auch 199. Demonstrationen fanden nicht statt. Hier sieht man das Einkommen, Ausgaben und die gesamt dann überbleibenden Gelder. Hier sieht man halt, was die Agitatoren gebracht haben. So, das war's dann schon wohl. Da sind wir mit dem Tutorial durch und jetzt gehen wir mal auf ein neues Spiel und hoffen, dass wir da irgendwie was hinkriegen. So, wir können Deutschland, Großbritannien und Frankreich da machen und naja, weil wir jetzt hier deutschsprachig sind, werden wir auch Deutschland machen. Wählen das mal aus. Wahlen finden alle 150, 300 und 450 Züge statt. Okay, bei den Parlamentswahlen kann es zu einer politischen Krise. Das Ergebnis ändert sich gewaltig. Wird es Ihnen gelingen, die Wahlen zu gewinnen und die Nazi-Partei zu stoppen? Also probieren wir das.
So, Parteienregister haben wir jetzt hier. Da können wir dann entscheiden, welche Partei wir nehmen wollen. Die einzige Partei, die wir halt nicht nehmen können, ist die NSDAP, weil gegen die treten wir ja sozusagen an. Unser Ziel ist es, die Weltgeschichte zu ändern, aber das wird nicht leicht sein. So wie wir hier unten sehen, Anfangsbudget gibt hier Sterne Plus und Minus, also abschließende Herausforderung. Zurzeit ist es jetzt, wenn wir die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ausgewählt haben, sind wir jetzt mit 3 Sternen unterwegs. Das bedeutet, dieser eine Stern und diese 100.000 sind angewählt und das ergibt diese Schwierigkeitsstufe, ne? So, die sind die Mitte links. Wir können ja mal durchgucken. Hier sind wir ganz links, da sind wir Mitte rechts. Hier sind wir rechts. Deutsche Volkspartei ist Mitte rechts. Bayerische Volkspartei ist rechts. Deutschnationale Volkspartei ist ganz rechts. Radikaldemokratische Partei ist Mitte links. Deutsche Demokratische Partei ist Mitte rechts. Deutsche Bauernpartei ist rechts. So, jetzt ist die Frage, was man machen will, ne? Das ist, ja, wie kommt man zustande? Wo kann man da? Das ist ja eine harte Geschichte gewesen zu der Zeit. Da war ja totale viele Parteien und keiner konnte sich durchsetzen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegst du es hin, dass du dich durchsetzt, ne? Hier sieht man die Parteiunterstützer und die Finanzierung. Die ist natürlich hier minimal angesetzt. Deswegen hat man hier auch 5 Sterne. Die Schwierigkeit ist schon ziemlich hoch. Ja, wir sollten jetzt mal nicht so ganz so hoch wählen. Ich würde jetzt hier in diesem Bereich irgendwo bleiben wollen. Sozialdemokratisch Mitte links, die haben, ist natürlich eine leichte Aufgabe, weil die viele Parteienunterstützer und Finanzierung haben. Kommunistische Partei ist dann schon hier, wie ihr seht, nur noch die Hälfte und dann fängt schon an, Zentrumspartei, na, meine Maus springt gerade so ein bisschen. Die Zentrumspartei hat schon richtig Schwierigkeiten und die Stahlhelm Bund der Frontsoldaten natürlich auch. Ja, das wäre jetzt zu überlegen. Wir sind hier bei einem vorgestellt. Und ja, da sollten wir mal gucken, dass wir was Leichteres auf jeden Fall nehmen. Mitte links, ganz links. Oder Deutsche Zentrumspartei. Aber das ist schon schwierig, denke ich mal. Also man sollte schon gucken, dass wir einen der ersten zwei, wir fangen mal ganz oben an und nehmen das einfach, was oben aufsteht. So, jetzt können wir hier mit 100.000 anfangen. Das ist nicht viel Geld. Da gibt es noch 1 Million. Also wird das hier noch schlechter. Die 0 Sterne, die ich jetzt letztens da beim Testen schon erreicht habe, beruhen wahrscheinlich darauf, dass ich hier schon viel Geld genommen habe. Die 2 Sterne bleiben jetzt sowieso, oder wie sehe ich das? Oder geht gar nicht? Ach, geht gar nicht. Wahrscheinlich kann man da nur diese 3 Stufen machen. Das ist ausgegraut. Sieht zwar so aus, als ob man es anwählen könnte, ist aber nicht. Also wir können mit 2,5 Millionen und 1 Stern anfangen. Oder aber wir machen 2 Sterne dazu und haben nur 100.000. Wir haben aber hier Parteienunterstützung und Finanzierung, ist ja schon hochgehend. Ich lasse das mal bei 100.000 und wir checken das jetzt mal ab, starten das einfach. So, dann sind wir im Büro. Hier stehen natürlich so ein paar Sachen. Weisen Sie einem Führer einer Stelle zu. So, das ist natürlich der Beste. Unser Tutorial hat natürlich gesagt, mach den hier hin, weil das bringt uns dann Bonusse. Jetzt ist die Frage, der bringt 100% für, also 100 Punkte hier für die Zeitung, ne? Na, hier sieht man Charisma von einer Menschenmenge haben, das ist mehr für Reden gut, Entschiedenheit für Aktivisten während der Wahlen, Stärke, ja, das ist jetzt die Frage. Wir setzen den mal einfach dahin und schauen dann weiter. Das war ja erstmal alles. Jetzt, was steht da? Stellen Sie 3 Journalisten für die Dingens ein, für die Zeitung ein. Finden wir mal 20. So, für die Zeitung brauchen wir Leute. Zeitung ist hier. Thomas Böller. Kost 4,8. Hat Zeitung 10. Den würde ich jetzt auch schon einstellen wollen. Und dann sind noch 9er da. Josef Brun, Udo Diefenbach. Josef Brun ist ja hier mit 4,8 auch ganz gut. Also 9 und dann 4,8. Und dann würde ich den Thomas Hausler, ne, da ist noch einer mit, ach hier, der Peter Hartmann, aber da, wir haben ja noch ein paar Werte daneben, obwohl der hat auch eine 8 für Interviews. Komm, wir nehmen den Peter Hartmann noch dazu. Dann haben wir die 3 auch eingestellt, ne. So, was sagt uns jetzt das Ganze? Wir haben die Journalisten, ja, die haben wir ja, das können wir nochmal schließen, das war dann verkehrt, sondern die Redaktion ist jetzt gefragt. So, die 3 sind natürlich hier, jetzt muss man gucken, wo man die hinsetzt, ne. Wir haben natürlich für Flugblätter jetzt nicht so viele tolle Sachen. So, da hat er die Zeitung 10. Macht also Sinn, den da hinzusetzen. Und hier haben die beiden die Zeitung 9.
Das ist hier interviewmäßig. Das ist untersucht hier besser die Parameter, desto besser wird ein Journalist kompromittierendes Material finden. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wen setzt du da hin? Ja, das ist jetzt hier Zeitung. Die Wirkung von Zeitung kann exponentiell zunehmen, wenn dann. Das ist jetzt die Frage, was wir da machen. Ich glaube, wir nehmen mal den. Und hier für die Flugblätter nehmen wir ihn hier. Gut, dann haben wir das auch. Die Sache ist dann eigentlich gelöst. Und jetzt könnte man ja, was stand da, drucken? Geht schon drucken? Wohl nicht. Weil wir keine Ahnung haben. Ja, lassen wir dann, wenn es nicht geht, weg. Mitarbeiter hatten wir hier. Aktivisten. Ja, da sollten wir vielleicht welche einstellen. Mit den Agitatoren, nicht Aktivisten. Die sind ja rechts. Mit Agitatoren, 1000 hatten die da vorhin eingestellt. Achso, man kann maximal 100 Agitatoren einstellen. Okay. Einstellkosten sind 25.000. Gehalt 5.000. Einkommen nach der Einstellung ist immer noch genug da. Also zack, die 100 machen wir mal dazu. Promotoren sind diejenigen, die die Zeitung verteilen. Wir haben gerade keine, also brauchen wir die auch nicht. Kostet uns pro Runde ja auch Geld. Und Aktivisten, wofür waren die noch gut? Die waren gut, ne? Für später. Also die brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. So, das haben wir. Führer haben wir. Dogmen, da gucken wir rein. Wir sind jetzt Mitte links. Ihre Ideologie. Alle Menschen sind gleich. Das ist also dieses hier. Sollten wir dann auch wahrscheinlich ausführen. Machen wir das mal. So, dann haben wir noch die Karte. Und in der Karte können wir jetzt die Agitatoren. Wieso steht denn das? Achso, wir sind auf. Nee. Interessant, dass da gerade beide angesetzt waren. So, das ist jetzt gleichberechtigt für alle Regionen, proportional bezogen auf die Wähler. Also wir sollten erstmal überall vielleicht gleich machen. Was hier unten ist, abheben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir senden jetzt erstmal die Leute und wir haben jetzt irgendwie eine 1 bekommen. Das heißt, was heißt das? Ein erster Platz nach Gesamtzahl der Röhrer. Nach Gesamtzahl Röhrer. Röhrer? Keine Ahnung, was Röhrer heißt. Überall ist Röhrer. Gut, haben wir. So, dann haben wir das hier wohl. Ja, Unterstützer, Wähler, weiß ich nicht. Hier Unterstützer kann man sehen, wie, wo was ist. Das ist das hier wohl. Wo die meisten in welchem Bundesland oder wie man das auch nennen will, sind. Ändert sich aber nichts, wenn ich hier draufklicke, nur diese Liste. Gut, das bedeutet, da passiert nichts. Wähler haben wir da auch schon gehabt. Aktivisten ist klar, Proteste. Da müssten wir gucken, ob wir irgendwo was machen. Streik, Proteste, Demonstrationen. Hier haben wir 87.000, kostet uns 1,5 Millionen. Budget ist gleich 0. Das bedeutet, wir machen da nichts, weil wir können da nichts machen. So, dann sind wir hier schon durch. Karte ist erledigt. Dogmen hatten wir, Führer hatten wir, Mitarbeiter. Ich glaube, wir sind dann so weit, dass wir erstmal machen können. Drucken ging nicht, weil wir kein Geld haben. Ganz einfach. So, zack, nächste Runde. Ah, jetzt haben wir Geld gekriegt, 860.000. Jetzt kann man hier schon die ersten Zeitungen drucken sozusagen. Aber wie wir sehen, können wir ja auch nichts hinzufügen. Das heißt für mich eigentlich, wenn wir nichts hinzufügen können, bringt dann eine Zeitung was. Sie schreibt dann nur irgendwie Schweinepreise da rein oder sowas. Und was der nächste Bauern... Bauernmarkt vielleicht verkauft oder sowas, also weiß ich nicht, ob das was bringt. Ja, 3% ihrer Mittel, das ist schön. Was wäre denn optimal hier? Aha, 125 und 200. Dann ist aber unser Budget schon alle, also brauchen wir das nicht. Das lassen wir mal schön sein mit der Zeitung, wir müssen erstmal Geld haben. So, die Redaktion gucken wir mal gerade rein. So, das passiert so. Schreibt denn einer schon irgendwas oder sowas? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Oder, naja, verstehe ich jetzt noch nicht. Naja, lassen wir das erstmal gucken, was da passiert. Wo sind wir denn hier? Mit 12% sind wir ganz oben. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die anderen haben aber auch 12%. Da müssen wir also gucken, dass wir da das Rennen am Ende gewinnen. Drucken, Journalisten, die Mitarbeiter, Führer. Ich glaube, wir können jetzt auch nicht hier so wirklich was machen. So, wenn ich jetzt auf nächster Zug klicke, dann könnt ihr hier diese Zahlen mal angucken. Dann sehen die sich, seht ihr, wie die sich verändern, ne? Also 25,6 sind jetzt die Unterstützer. Wähler sind 3.653.070 und Budget und Pro geht klar.
So, habt ihr gesehen, drei Werte waren, glaube ich, rot. Dieses, dieses und dieses und der Rest war nix. Jetzt kommt wieder die Geschichte mit der Zeitung auf. Ich habe aber immer noch keine Artikel, oder? Das bringt mir doch nichts, wenn ich da keine Artikel habe. Das ist doch schlecht, oder? Wenn ich jetzt das mache, ach so, okay, doch, er zeigt mir ja an, neue Wähler kommen ja auch dazu, ne? Und diese sind die Unterstützer, die dazukommen. Wenn ich jetzt das untermache und das mache, dann kommt das dazu. Aber hier sieht man schon effektive Promoter, da müssten wir die auch noch einstellen. Kostet uns dann 30.000. Ja, ist jetzt die Frage, ob das so nicht auch reicht zum Beispiel, ne? Das sind jetzt 700.000. Und wenn ich die 350.000 nehme, dann bin ich ja schon viel weiter wie hier, oder? Dafür wird's reichen. Okay, da reicht's nicht für. Dann würde ich das so machen wollen. Kostet uns 400.000. Das ist ein Viertel von dem, was wir haben. Dann drucken wir doch die Zeitung mal, oder? Artikel hinzufügen ist immer noch nicht, weil wir keine geschrieben haben. Ist die Frage, ob wir überhaupt welche schreiben. Dann drucken wir das doch mal. Geld ist weg. So, und wenn wir jetzt hier stellen Sie eine beliebige Anzahl von, ja, wenn man wüsste, was da steht, ne? Von Agitatoren ein, ja, okay, dann sind das Agitatoren, das sind diese ja. Und wir können dann noch mehr einstellen. Okay, das sind dann so viele Agitatoren, okay, 5 Agitatoren einstellen, 5.000. Ja, würde ich jetzt erstmal so lassen. Das Einkommen nach der einen ist hier, das hier sind also 257.000, die das kostet. Aber wir müssen ja auch welche die haben, die aber so viele. Nee, machen wir nicht. So, zack, machen wir das. 2.000 dazu. Haben wir eingestellt. Schicken Sie die Agitatoren hinaus, das machen wir auch noch. Alle 100 da. Und dann macht man das so, geht das auch, 25 Abfahrtsort der Agitatoren. Wir können ja mal 50 machen, gleichberechtigt für alle Regionen. Und die anderen 50 machen wir dann so, oder? Also Mitarbeiter waren hier gerade mehr geworden, habe ich gesehen, und sonst würde ich das jetzt nicht so wirklich verfolgen. Die NSDAP hat hier jetzt, was ist das für ein Wert? 3.900 oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ach, da drüber steht irgendwas, beschäftigt die Agitatoren. Okay, die haben mehr wie wir. Wir haben nicht so viele. Das haben wir auf jeden Fall, haben wir die rausgeschickt, ne? Nicht besetzt sind 507, weil, wie habe ich das jetzt verstanden? Ich kann noch mehr machen oder was? Ach, das waren jetzt 50% von denen, die über sind. Und den Rest kann ich jetzt noch dazu machen. Und dann sind die erst alle weg. Ah, so läuft das. Alles klar. 50% immer, also der Wert ist nicht 50-50, dann ist 100%, sondern immer nur von denen, die hier unten stehen. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Gut, ja, dann haben wir die Agitatoren. Wir haben jetzt hier natürlich nicht genug Geld, um Proteste zu machen oder sowas. Das müssen wir dann ein bisschen sparen. Ja, wir sind noch bei 12%. Ich glaube, den Rest können wir uns dann knicken. Hauptquartier, gibt es da noch was? Ich glaube auch hier nicht. Das haben wir. Wir könnten noch nach Journalisten gucken oder nach einem Führer einstellen. Wenn wir jetzt hier noch einen einstellen wollen, kostet uns das 1,25. Die haben wir doch gar nicht da, also brauchen wir da auch nichts einstellen. Journalisten, ja, Redaktion, da könnte man noch gucken, was man hier noch macht, aber der wäre dann noch hier für ein offener Schlitz, keine Ahnung. Ich glaube, das lassen wir erstmal so und drücken erstmal nächste Runde. Ich soll 3 weitere Journalisten einstellen, okay. Ach so, das kostet uns schon 5.000, die zu finden, alles klar. Ja komm, dann finden wir nur 10, die sollen reichen, oder? So, für die Zeitung hätten wir ihn hier. Aber das ist ja mit 414 ist das mehr, die der kriegt. Kostet auch insgesamt mehr. Ich glaube, wir nehmen mal, obwohl, der hat super Werte, ne? Ich glaube, den nehmen wir mal. Josef Schulz ist ein cooler, oder? So, was war mit Flugblättern? Da haben wir hier 3 Kandidaten mit einer 10. Ich glaube, wir nehmen den Wolfgang Gärtner.
So, ich glaube, einer fehlt uns jetzt noch, oder? Interviews. Sind diese drei davon? Ja, das ist der obere und der untere gleich, ne? Da haben wir hier aber Untersuchungen. Also der ist hier vielleicht der bessere für diesen Untersuchungsgeschichten. Ich weiß aber nicht, wie man das einsetzt. Das ist wieder das nächste. Ich glaube, Requiert Badar nehmbar. So, dann haben wir drei dazu gemacht. Vergeben Sie drei Berichterstattungsaufgaben. Okay. Der Einfluss. Also der kann jetzt hier ein Interview machen, oder was? Und das ist jetzt er, der das Interview mit dem führt, oder was? Untersuchung, ihr besser Parameter, desto besser wird ein neues kompromittierendes Material finden. Das machen wir doch mal den. Der macht jetzt ein Interview. So, seine Aufgabe machen wir jetzt hier. Einstellen. Achso, da kann man noch jemanden einstellen dann. Ein junger Parteiführer. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld haben wir? Ich sehe das leider hier gerade schlecht. 1,4 Millionen. Verleumdung. Wählen Sie einen neuen Nachwuchsführer. Die Kosten für die Einstellung eines neuen Nachwuchsführers sind 1.250.000. Jetzt ist für mich jetzt nicht so ganz klar, was da der Sinn ist, dass ich da einen einstelle. Also dieser steht am meisten hinter der Partei. Der hat Sprachfertigkeiten in der Zeitung. Die anderen sind alle besser, bis auf der erste. Was haben wir hier? Charisma vor einer Menschenmenge. Das heißt, der kann irgendwelche Demos zum Beispiel als Sprecher dienen. Also diese beiden sind ja relativ gleich hier, ne? 67, 66, 71, 26. Hier haben wir dann Dingens Entschiedenheit bei Wahlen da. Ist da schlechter? Ich glaube, wir tendieren zu einem von den beiden hier und ich würde diesen hier favorisieren. Und der ganz rechte hat halt hier mehr, ne? Ist dafür an der Partei nicht so interessiert. Da hat der 28. Komm, wir stellen den mal ein mit dem Geld, was wir haben. Okay, das ist jetzt er. Und der soll jetzt... Warte mal, macht er das jetzt auch? Achso, der soll das machen. Und das machen. So, jetzt haben wir es. Und der dritte? Welche Aufgabe kriegt der? Keine Ahnung. Soll der von Otto Wels noch was machen oder was? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist erstmal gut so. So, die Aufgaben haben wir erfüllt. Wir haben 5 Runden bis zur nächsten Zeitung wohl. Und 17 Runden bis zum Dogma. So, wir haben jetzt 12%. Ich glaube, wir können noch gerade auf die Karte nochmal gucken zu den Agitatoren. Aber die sind ja alle nicht besetzt. Die sind alle auf Reisen. Also ist das schon durch. Das heißt, wir können schon wieder nächsten Zug machen. Ja, da wurde hier weniger und da weniger. Das ist nicht so doll. So, was es bringt, weisen Sie einen weiteren Führer einer... Ah, den können wir jetzt noch irgendwo hinstecken. Ja, dann stecken wir den doch hier zur Wirkung der Unterstützer hinzu, oder? Kriegen wir mehr Geld, ne? Sollte so positive Sachen hier irgendwo geben. So, dann ist das geklärt. Hier passiert jetzt mal was. Journalisten ist klar, Mitarbeiter ist auch erstmal klar. Führer, da waren wir gerade drin. Ich glaube, Agitatoren war jetzt nix, oder? Nee. Hier steht nicht besetzt 0. Das heißt, das können wir erstmal so lassen. Bringt ja nichts. Nächster Zug. Gucken wir hier nochmal rein. 3. Ah, hier sieht man den Fortschritt der Interviews.
Agitatoren, was ist da jetzt? Nix. Ne, die sind einmal ausgeschwärmt, dann bleibt das so, oder wie sehe ich das? Okay, dann Zeitung drucken, aber ich kann, warte mal, was war das? Ach so, okay, dann müssen wir das hier wohl machen, ne? So, 93.000 Wähler sind hier, Unterstützer 731. Es ist sowieso das Beste, das hier zu tun. Dauert 25 Züge. Ja, dann 12 und 12 sind wir jetzt hier noch gleich auf und dann denke ich mal, machen wir die nächste Runde erstmal. Gucken wir mal hier, ob wir hier Wähler gewinnen oder so, aber wahrscheinlich nicht. Doch, haben wir gewonnen an Wählern. Wir haben auch einen Prozentpunkt jetzt mehr wie die anderen. Zeitung dauert noch zwei Runden. Agitatoren tut sich wahrscheinlich nichts. Ne? Die sind also, ist das hier abheben, bedeutet, dass man zieht 25% zurück. Kann das sein? Wir können das ja mal ausprobieren. Ah, tatsächlich. Dann kriegst du hier 25 Leute wieder rein. Das heißt, wir senden die mal wieder alle dahin und gucken, was dann passiert. Keine Ahnung. Ja, jetzt müsste man irgendwo noch, ach, kann man hier draufklicken wahrscheinlich auch, ne? Ja, dann sieht man, wer da so viel was unterwegs ist. Die Karte kann man noch ein bisschen rauszoomen und auch noch bewegen. Hier in Dingens, was heißt denn diese 1? Was steht da? 2 Posit nach Gesamt, das ist Position 2 oder was? Keine Ahnung. Wird es wohl sein, wir werden weiterschauen müssen. So, ich glaube, wir müssen die Zeitung ja irgendwie auf den Weg bringen, können wir aber noch nichts machen. Das heißt, wir müssen noch zwei Runden weitermachen. Klicken wir mal hier rein. Wir haben gerade wieder gesehen, Mitarbeiter sind wohl grün gewesen, der Rest war rot. Das heißt, da ist nichts passiert im Endeffekt. Ich glaube, ja, das eine Interview ist wohl fertig und bei dem anderen weiß ich nicht. Aber wir werden jetzt in der nächsten Runde ja dann die Zeitung drucken können, da muss ja was da sein. So, jetzt gucken wir mal nach Artikeln. Ah, da unten sind Artikel. Ich kann hier nicht scrollen. Das heißt, das, was wir da jetzt haben, ist alles. Artikel hinzufügen. So, dann muss ich den grün wählen. Also, dann ist der schon da. Und den. Und den. Und den. Und den. Und den. Und dann passt's. Keine Ahnung, was das hier für Zahlen sind. Ach, das sind schon Artikel für die nächste Ausgabe. Das ist für diese Ausgabe und das ist für die nächste Ausgabe. Okay, dann haben wir das auch. Dann klicken wir mal weiter und dann müssen wir noch auswählen, was ist die optimale Zahl? 350 und 600. Sind 1,4 Millionen, die wir nicht haben, weil wir 1,3 haben. Das bedeutet 350 und 6. Machen wir 350 und 5. Dann haben wir noch ein bisschen Geld über und drucken die Zeitung so. Magst du mir Anzahl von Artikel drucken? Das ist dann noch bestimmt ein guter Haken, oder? Dann hauen wir das mal raus. Gut. Kohle ist weg, oder? Zeitung wurde gedruckt. So, das heißt, unsere Leute schwärmen aus, wenn die gedruckt ist. Und dann müssten wir gleich hier Werte positiver sehen, oder? So, schauen wir mal, was bei 3.746.387 wird. Nö. Die Zeitung hat nichts gebracht. Ich dachte, da kommen jetzt hier so ein paar Wähler dazu, aber wo es aussieht, nicht. Die sind ja auch besser geworden. Ja gut, wir haben einen Einblick gekriegt. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier mal einen Cut und werden das wohl nochmal aufnehmen. Ich weiß nicht, ob wir nächste Runde das auch nochmal machen oder ob wir da zwei Wochen Rhythmus machen. Ich habe da noch was anderes offen, wir das auch noch anspielen wollen. Muss ich mir mal überlegen. Aber ich denke mal, wir machen das nochmal in zwei Wochen oder so. Wir haben ja auch noch Startopia vom letzten Mal vorgestellt. Da könnte man auch noch eine Folge machen. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Aber vielleicht, ja, mal schauen. Okay, ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen alle mit, dass dieses Spiel in Zukunft auf dem Markt sein wird. Alles klar, bis dann. Tschüss.